Na, könnt ihr noch? Weiter geht's beim Rumbau. Heute bauen wir die 4 Z-Rails in den Rahmen. Dazu benötige ich natürlich 4 Z-Rails, hier als 300er Länge für den 250er Boron. Ich habe ein 2,5er Imbus. Als Druckteil benötige ich hier diesen Ausrichter, Namen blende ich unten ein. Und auch dieses Teil hier nehme ich im Moment erstmal nur als Abstandshalter. Das ist aus dem Voron 2.2, weil mir die vom 2.4 nicht so richtig gefallen haben. Das sind die Abdeckungen nachher, die im Innenraum eingebaut werden, um die Löcher der Riemen so ein bisschen zu verschließen, der Z-Riemen. Auch diesen Namen blende ich euch unten ein. Des Weiteren brauchen wir hier einige M3x8 Schrauben und einige M3 Nutensteine. Die genaue Stückzahl kann ich euch jetzt nicht sagen, das ist jedem so ein bisschen selber überlassen. Ich mache das bei mir in jedes zweite Loch. Es gibt Leute, die machen in jede dritte, in jede vierte. Macht wie ihr das möchtet. Ich mache das bei mir in jedes zweite Loch, weil es sind ausreichend Schrauben und Nutensteine vorhanden. Auch wie ich diese Schienen jetzt entfettet habe und wie ich mir die geschmiert habe, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das wurde schon zigfach in diversen anderen Videos gezeigt. Und da hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Philosophie. Ganz kurz nur, ich putze die, ich wasche die ganz kurz in Isopropanol aus und dann tue ich die mit Sprühfett behandeln. Das ist meine Vorgehensweise und bis jetzt bin ich da recht gut mitgefahren. Aber bringen wir die mal in den Rahmen. Wie gesagt, ich mache bei mir in jedes zweite Loch einen Nutenstein ein. Das heißt, ich habe 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 Schrauben bzw. 8 Nutensteine je Schiene. Ich nutze dazu die Nutensteine, die ich ins Profil einsetzen kann, nicht die, wo man eindrehen kann. Warum nicht die, wo man eindrehen kann? Aus einem ganz einfachen Grund. Die drehen sich halt nicht immer und gerade an so einem Bauteil wie dieser Schiene sieht man das nicht, ob die sich gedreht haben oder nicht. Heißt, ihr habt vielleicht nachher 8 Schrauben drinne mit 8 Nutensteinen und davon haben sich nur 2 gedreht und ganz oben und ganz unten oder vielleicht auch nur einer in der Mitte und die anderen sind dann nur so halb fest. Würde bedeuten, dass zum einen eure Schiene nicht richtig fest ist und das kann zu Problemen führen, zum anderen aber auch die Nutensteine da drinne sind locker und es kann dazu führen, dass ihr druckt und irgendwo ein Rasseln oder ein Klappern habt, was ihr nicht zuordnen könnt und nicht wisst, woher das kommt. Das ist ein bisschen blöd. Deshalb nutze ich für sowas nur diese Nutensteine, die ich einsetzen kann. Wo kommen diese Profile jetzt rein oder diese Schienen jetzt rein? Und zwar stellen wir uns den Drucker, wie im letzten Video auch schon mal gesagt, so hin, dass uns das Vorder- oder dass uns die Vorder- oder die Rückseite anguckt und die glatten Seiten von den Z-Drives, die sind halt links und rechts. Und genau in diese Innenseite des Profils, da packen wir die Schienen rein. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Drucker reingucke, würde ich hinten auf eine Schiene drauf gucken. Und wenn ich mir den jetzt umdrehe, würde ich auch wieder auf eine Schiene drauf gucken. Das heißt, die kommen jetzt im Prinzip so hierher. Und dann halt auch dementsprechend hier. Die Schienen werden meistens mit Stopfen geliefert. Die Stopfen würde ich euch empfehlen, dran zu lassen. Dann kann euch der Schlitten schon mal nicht abhauen. Und wie gehe ich jetzt vor? Und zwar packe ich mir als allererstes mal diese 8 Nutensteine in den Rahmen. 2, 4, 6, 7, 8. Lege mir den Rahmen ein bisschen auf Seite und bringe da jetzt erstmal die 8 Nutensteine ein. So, dass ich da 8 Nutensteine drin habe. Das kann man jetzt schon für jedes Profil machen. Dann nehme ich mir das Profil und lege mir das einmal grob daneben, damit ich halt die Nutensteine den Löchern entsprechend ausrichten kann, hinschieben kann. Dann nehme ich halt die 8 Schrauben, lege die Schiene da drauf und gucke, dass ich auf einer Seite anfange. Nicht anziehen, erstmal nur leicht reindrehen. Man kann das ja dann von Nutenstein zu Nutenstein ein bisschen hin und her schieben noch, um die anderen Löcher alle noch zu erreichen, um die anderen Nutensteine alle noch zu erreichen.
So, und jetzt nehme ich meine zwei Anschlagmittel. Zum einen einmal unten diese Z-Abdeckung. Die packe ich mir unten rein. Die schraube ich jetzt noch nicht an. Die ist erstmal wirklich nur dafür da, damit ich den richtigen Abstand habe. So anbringen, dass ich den dann noch ganz bequem einsetzen kann. Und dann nehme ich mir diesen Abstandshalter, den ich mir erst auf einer Seite anlege, diese Schraube leicht anziehe, dann auf die andere Seite lege und die vermittle und dann den leicht anziehe. Und dann gehe ich der Reihe nach durch, von oben nach unten oder von unten nach oben und ziehe mir alle diese Schrauben an. Und das mache ich jetzt mit allen vier Schienen. Alle vier Schienen sind soweit dran. Ich ziehe die jetzt nochmal nach und dann sind wir fertig. Klein Tipp noch zum Schluss. Die Nupsis, die ihr da drin habt, die Gumminupsis, die dafür sorgen, dass die Schlitten nicht rausfallen. Ich würde euch empfehlen, die so lange wie möglich drinnen zu lassen. Vor allem die oberen. Bei den unteren, ja, eventuell kann man schon rausmachen. Ich würde sie beide drinnen lassen, solange es geht, bis ihr halt nachher die Gantry eingelegt habt und euch die Schlitten nicht mehr abhauen können. Aber vorher würde ich die sicherheitshalber alle drinnen lassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.